So. Wunderbar, dann auch vielen Dank und vielleicht werde ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was aufgreifen, was die beiden Vorredner auch schon gesagt haben, aber es hat bei mir halt klar diesen Bierbezug und ja, vielen Dank auch, dass das Thema hier Raum finden darf, weil es eben wirklich auch durchaus ein wichtiges ist. Ja, vielleicht vorneweg möchte ich beginnen mit etwas, was mich als Bamberger Domchorknaben schon beschäftigt hat. Eine Frage: Warum gibt es eigentlich nur Messwein und nicht Messbier? Die Frage beschäftigt gerade die katholischen Bayern seit vielen Generationen. Die Kirche blieb dabei immer eindeutig. Das ist undenkbar. Einzig der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler verbindet jedes Jahr Oktoberfest und Kirchensegen, wenn er im Bierzelt bedient, also nächstes Jahr wieder wahrscheinlich, und seinen Segen verteilt. Im Interview sagte er dazu vor einigen Jahren: Das sind alles Menschen, die das Leben lieben. Haben wir einen anderen Auftrag von Gott bekommen, als das Leben zu lieben? Auch das Judentum hat von seiner Historie her eine Nähe zum Wein. Kurz schauen. Bier war das Getränk der Babylonier und Ägypter, zu denen man zwar eine kulturelle Distanz wahren wollte, die Braukunst aber dennoch im Heiligen Land gerne und erfolgreich ausübte. In der Tora bzw. im Alten Testament steht zu lesen, dass Noah als erste Tat einen Weinberg pflanzte. Bier und Wein begleiteten also die gesamte Menschheit auch in den kommenden Jahrtausenden. Und so ist es eine berechtigte Frage, welche Haltung das Judentum gegenüber dem Bier eingenommen hat. 2016 zeigte das Jüdische Museum München dazu eine sehenswerte Ausstellung mit dem Titel Bier ist der Wein dieses Landes, zu der auch ein sehr lesenswertes Buch erschienen ist. Darin steht unter anderem zu lesen: Während das Bier von den Juden im beginnenden Mittelalter noch eher als Heilmittel gegen allerlei Gebrechen angesehen wurde, folgte mit dem sich immer weiter ausbreitenden privaten Braustätten eine neue Festlegung. Es ist gestattet, Bier für den Kiddusch, also den Segensspruch, zu verwenden, falls dieses der Wein des Landes ist. Und das war in Bayern spätestens, ne, mit der Verkündung des Reinheitsgebotes der Fall. Die Juden in Bayern integrierten also den Biergenuss in ihren Alltag und auch in ihr wirtschaftliches Leben. Erst nutzten sie ihre besonderen Beziehungen für den Aufbau für den Aufbau eines florierenden Hopfenhandels, dann investierten sie die Profite daraus in den Aufbau hochmoderner Brauereien, sie erfanden die Pfandflasche und die Hopfenpellets, etablierten die Pasteurisation und sie sorgten für internationalen Wissenstransfer. Kurzum, der weltweite, einzigartige Ruf des bayerischen Bieres wäre ohne das Mitwirken der Juden niemals Realität geworden. Diese spannende Geschichte möchte ich in der kommenden Viertelstunde ein bisschen beleuchten. Ja, für ein gutes Bier braucht es, gemäß dem seit 1802 auch in Bamberg gültigen Reinheitsgebot, Wasser, Malz und Hopfen. Während die Wasser- und Getreideversorgung regional gut sichergestellt werden konnte, war es mit dem grünen Gold gar nicht so einfach. Der Hopfen hatte sich bis zum 17. Jahrhundert zwar fast überall in Europa und Amerika als alleiniges Biergewürz durchgesetzt, doch der Anbau erwies sich als durchaus schwierig und die Qualität des Produktes schwankte gewaltig. Als bester Hopfen galt lange Zeit die Ernte des böhmischen Anbaugebietes Saaz, das sich auch heute noch östlich der gleichnamigen Stadt in Tschechien erstreckt. Dem folgten die Erträge der Hopfengärten im Altmühltal, der Spalter Region, der Pfalz und mit Abstrichen auch der Landshuter Gegend. Vor allem in Bayern erhöhten die Bauern ihre Anbauflächen und erwirtschafteten Überschüsse, die über den Bedarf der lokalen Brauereien hinausgingen. Dadurch etablierten sich private Hopfenhändler, die das Produkt auch über die Landesgrenzen hinaus verkauften. Diese Entwicklung fiel mit der bereits erwähnten Vertreibung der Juden aus vielen bayerischen Städten aufs Land zusammen. Reibereien mit den christlichen Zünften hatten dort zu fortlaufenden Pogromen vom 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts geführt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, wie wir auch gerade gehört haben, drängten viele Flüchtlinge, unter ihnen auch viele Juden, vom Land in die befestigten Städte.
Um geduldet zu werden, mussten Sonderzahlungen geleistet werden. Doch die Schutzverhältnisse dieser zugezogenen Juden waren damit nicht geklärt. Sie hatten somit kein wirkliches Aufenthaltsrecht und wurden oft wieder ausgewiesen. Mitte des 18. Jahrhunderts endeten diese Ausweisungen und die Bischöfe engagierten sich für ihre schutzbefohlenen Juden, was jedoch bisweilen keine große Wirkung hatte. Vordenkender Schreiber hat es gerade gesagt, in Bamberg kam es 1699 zu Unruhen, die Stadt sah sich Teuerungen und Getreidenot konfrontiert und man hat natürlich den Juden die Schuld zugeschoben. Nach diversen Plünderungen konnte schließlich das Militär den Aufruhr beenden, die Stimmung gegenüber den Juden blieb aber feindselig. Es kam in weiteren Überfällen, Schikanen und antisemitischer Hetze zum Ausdruck. Der Bamberger Bischof stellte es unter Strafe und so konnte sich die jüdische Gemeinde weiterentwickeln. Die Juden wurden zu den Schutzjuden, haben wir auch gerade gehört. Sie unterstanden dem erkauften Schutz des Bischofs oder eines Adligen, wurden aber nicht zur bürgerlichen Gemeinschaft gezählt. Allerdings blieb die Zahl dieser Schutzbriefe begrenzt. Wo noch kein Jude lebte, sollte sich auch kein neuer niederlassen. In Bamberg begrenzte man die Zahl auf 60 Haushaltungen in 1746. Danach erhielt man einen Schutzbrief nur, wenn man über Vermögen verfügte. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Hopfen, denn die Vertriebenen mussten sich nun nach neuen Einnahmequellen umsehen und nicht wenige fanden Gefallen am Handel mit dem Biergewürz. Zwischen den Hopfenbauern und den Hopfenhändlern kam es dabei zu langfristigen Bindungen, oft über Generationen hinweg. Durch die Säkularisation 1803 wurden die Juden direkt dem bayerischen König unterstellt, so dass für sie, abgesehen von den Abgaben an die Städte, keine Schutzgelder mehr fällig wurden. Mit der offiziellen Einbürgerung 1813 und der Festsetzung konfessionsunabhängiger Gebühren 1834 war ein erster Schritt in Richtung Gleichberechtigung getan. Dennoch blieben die Judenbürger zweiter Klasse. Denn mit dem Gesetz von 1813 wurde die Zahl der jüdischen Familien begrenzt, in Bamberg beispielsweise auf 69. 1861 folgte die Aufhebung dieser Regeln und dank des Edikts konnten Juden von nun an öffentliche Schulen besuchen, Ausbildungen absolvieren, auch die gesellschaftliche Toleranz ihnen gegenüber wuchs. Zum wirtschaftlichen Aufschwung, haben wir auch gerade gehört, im 19. Jahrhundert konnten die Juden einen beträchtlichen Teil beitragen. Viele jüdische Geschäftsmänner gelangten zu Wohlstand und genossen großes Ansehen. Die Anbaumethoden der Bierrohstoffe in Bayern verbesserten sich in dieser Zeit auch weiter. Die günstigen Getreideimporte aus Amerika und Russland ermöglichten den Umstieg von weiteren Bauern auf den Hopfen. Und so konnte sich das Königreich im 19. Jahrhundert zum bedeutendsten Hopfenland der Welt entwickeln. Neben dem Gebiet zwischen Bamberg und Höchstadt an der Aisch etablierte sich vor allem die Hallertau als große Hopfenanbauregion. Ich muss gerade mal gucken, ob ich dazu nicht noch ein Bildchen habe, genau. Also hier sieht man die Hopfenanbauregion Deutschland und da, wo das Rote ist, da hat sich das konzentriert und man sieht eben, dass es in dieser Zeit im 19. Jahrhundert nicht die Hallertau war, sondern eben eher sogar das Gebiet hier in der Gegend. Also wie gesagt, neben dem Gebiet zwischen Bamberg und Höchstadt an der Aisch etablierte sich vor allem die Hallertau als große Hopfenanbauregion. Ziemlich genau in der Mitte liegt Nürnberg, das sich zum internationalen Zentrum des Hopfenhandels entwickelte. Es war fest in den Händen jüdischer Kaufleute. Besonderen Erfolg hatten diese durch die internationale Vernetzung der jüdischen Gemeinden. Denn wenn der Hopfen an einem Ort in Bayern knapp wurde, konnten sie über ihre Beziehungen, zum Beispiel aus dem Elsass oder aus Tschechien, schnell Ersatz besorgen. Während ihre christlichen Kollegen selten Handelsverbindungen über mehr als 100 Kilometer, geschweige denn über Sprachbarrieren hinweg, aufbauen konnten. Mit der Entwicklung und Freigabe des Hopfenschwefels, das den Hopfen haltbar machte, und dem Aufkommen der Eisenbahn als schnellem Transportmittel, konnten die Überschüsse im deutschen Hopfenbau national und international vermarktet werden. Besonders bei den amerikanischen Brauereien entstand eine große Nachfrage nach dem grünen Gold aus der ehemaligen Heimat. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts nämlich hatten deutschstämmige Brauer mit ihren Bieren nach bayerischem Vorbild die Vorherrschaft auf dem amerikanischen Markt übernommen und waren auf die Rohstoffversorgung aus der Heimat angewiesen. Dieser neuartige Handel bedurfte umfangreicher internationaler Beziehungen und eines großen Kapitalstocks. Weil von den Hopfenhändlern einerseits erhebliche Vorauszahlungen an die Bauern lange vor der Ernte zu leisten waren
und andererseits die Brauereien oft erst einige Zeit nach der Lieferung bezahlen konnten. Schließlich mussten sie das gebraute Bier ja erst einige Wochen lagern, bevor sie es verkaufen konnten. Über beides, also den Kapitalstock und die Beziehungen, verfügten die jüdischen Familien in besonderem Maße, wie beispielsweise Luise Pitz 1927 in ihrer Dissertation »Probleme des Hopfenhandels in volkswirtschaftlicher Beziehung« betonte. Ich zitiere: »Es ist richtig, dass die Juden die Hauptträger des Hopfenhandels sind. Aber nicht durch ihre Spekulationen schwanken die Preise, sondern die Schwankungen der Preise haben die Juden, die überall risikoreichen Handel an sich gezogen haben, veranlasst, auch vom Hopfenhandel Besitz zu ergreifen. Die Ratio wird dabei in den Hintergrund gedrängt, die Emotio erwacht. Der Kaufmann und insbesondere der Hopfenhändler handelt in solchen Momenten nicht mehr instinktiv mit dem sogenannten Fingerspitzengefühl. Mit dem sogenannten Fingerspitzengefühl.« Soweit Luise Pitz, eine seltene, aber sehr lesenswerte Dissertation. Aufgrund der jahrhundertelangen Erfahrung von Verfolgung, Vertreibung und finanzieller Ausbeutung waren die Juden auf die speziellen Anforderungen dieser neuen Herausforderung vorbereitet. Und so entstanden beispielsweise die Nürnberger Hopfenhändler-Dynastien, kurzes Blickchen hier nach Nürnberg, Nürnberger Hopfenhändler-Dynastien wie die der Familien Bing, Gernegroß, Hopf oder Tuchmann. Der dortige Hopfenhandel wurde beispielsweise um 1890 an den hohen jüdischen Festtagen de facto ausgesetzt, weil mehr als 70% der Nürnberger Hopfenhändler den jeweiligen Feiertag begingen. In den ersten Jahrzehnten nach der Reichsgründung hatte zudem die bayerische Bierproduktion um das 20-fache zugenommen, während sich der regionale Konsum nur verdreifacht hatte. Das Bier wurde also zu einem Exportgut. Die Humser Brauerei in Fürth ließ sich als erste ein gekühltes Hopfenlager patentieren, wodurch die natürliche Alterung des Agrarproduktes deutlich verlangsamt wurde. Zudem ersetzte Ende des 19. Jahrhunderts der Draht den vorher üblichen Stangenanbau. Damit entfiel das umständliche Auf- und Abbauen der Hopfengärten und die Anbaufläche konnte weiter wachsen. Ferner, auch das ist interessant, sorgte die Verbreitung der Sparkassen dafür, dass die Hopfenbauern in guten Erntejahren Geld für schlechte Zeiten zurücklegen konnten, was den Anbau stabilisierte und berechenbarer machte. Mit diesem stabilen Markt im Rücken agierten die Hopfenhändler aus der Welthauptstadt des Hopfens, also aus Nürnberg, auf der internationalen Bühne und belieferten beispielsweise auch Brauereien in England, Frankreich und den USA. Mit großem Erfolg. Um 1890 hatten über 360 Hopfenhandlungen ihren Sitz in der Stadt, von denen, wie bereits gesagt, rund 70% in jüdischem Besitz waren. 1885 erreichte der deutsche Hopfenanbau mit einer Fläche von über 47.000 Hektar seine größte Ausdehnung. Die Ernte betrug fast 665.000 Zentner. Im Vergleich, heute haben wir ungefähr 1 Million Zentner Ernte hier in Deutschland. Die jüdischen Hopfenhändlerfamilien hatten ein hohes Ansehen und sie waren wichtige Förderer und Mäzene in der Frankenmetropole. Als zweites Hopfenhandelszentrum neben Nürnberg etablierte sich das nur 50 Kilometer nördlich gelegene Bamberg. Dort hatten sich die Hopfenhändler anfangs in der Altstadt niedergelassen, haben wir auch gerade gehört, zogen dann aber vermehrt in ein damaliges Neubaugebiet, nämlich den Hain, wo zahlreiche Gründerzeitvillen immer noch zu sehen sind und hinter den Häusern man die Hopfenlager und die Darren sehen kann. Auch in der Bischofsstadt wurde ein erheblicher Teil des Steueraufkommens durch die jüdischen Hopfenhändler erwirtschaftet. Doch nicht nur den Städten kam der Gewinn aus dieser lukrativen Handelssparte zugute, auch die Kaufleute selbst verbuchten einen deutlichen Zuwachs auf ihren Konten. Auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten, also Entschuldigung, hier nochmal Bamberg, aber das haben wir eh gerade gesehen, gründeten sie Banken und naheliegenderweise auch Mälzereien und Brauereien. Ein Beispiel ist der Bamberger Hopfenhändler Simon Lessing, der Vater von Willi Lessing, mit dem wir auch gerade schon gesprochen haben, der am 27. November 1885 eine hochmoderne Brauerei in der Bischofsstadt gründete. Die hieß damals noch die erste Bamberger Exportbierbrauerei Frankenbräu AG. Sie stieg innerhalb von kurzer Zeit zur größten und modernsten Brauerei Bambergs auf und durfte nach einem Besuch von Prinz Ruprecht von Bayern im Jahr 1900 als Bamberger Hofbräu AG firmieren.
mit ihren damaligen 100.000 Hektolitern Jahresproduktion übertraf die Hofbräu AG selbst den heutigen Ausstoß sämtlicher innenstädtischer Brauereien Bambergs. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm das Unternehmen Brauereien in Haßfurt, Forchheim, Lichtenfels, Grafenwöhr und Weiden. Der Zukauf des Erlanger Brauhauses Erlwein und Schultheiß führte schließlich dazu, dass die Brauerei ab 1919 unter dem Namen Hofbräu Bamberg und Erlangen geführt wurde. In den Folgejahren stieg die Bierproduktion der gesamten Firma auf über 300.000 Hektoliter mit mehr als 500 Mitarbeitern. Das ist nur ein Beispiel, ich werde es dann im nächsten Vortrag noch ein bisschen weiter ausführen. Gehen wir noch in eine andere Stadt. Ebenfalls um die Jahrhundertwende gründete der aus Franken stammende jüdische Bankier Josef Schülein im Münchner Stadtteil Haidhausen mit seinem Bruder Julius die Unionsbrauerei Schülein und Company. Nach umfangreichen Investitionen gelang es dem Betrieb, schnell eine bedeutende Rolle in der bayerischen Hauptstadt zu spielen. Von ihm werden wir gleich noch mehr hören, doch ich habe gerade vom Ende des Ersten Weltkriegs gesprochen und will noch kurz was zu den Folgen für die Brauwirtschaft und für den Hopfenbau und Handel sagen. Nach dem Krieg musste das Deutsche Reich seine ertragreichen Getreidegebiete im Osten zum Großteil abtreten. Und auch der bisherige Lieferant Österreich verlor seine Kornkammern in der heutigen Ukraine. In der Folge widmeten sich viele vormalige Hopfenbauern wieder dem Getreideanbau, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Wie beispielsweise hier in der Hopfenhochburg zwischen Bamberg und Höchstadt an der Aisch. Insgesamt schrumpfte die deutsche Hopfenanbaufläche auf weniger als ein Viertel und betrug am Ende nur noch 11.500 Hektar. Diese Entwicklung hinterließ auch bei den jüdischen Hopfenhändlern ihre Spuren. 1930 gab es in Nürnberg aber immer noch 170 Hopfenhandlungen, von denen 120 im jüdischen Besitz waren. Brauereien erholten sich nur sehr langsam von den Folgen des Krieges, nicht zuletzt wegen der hohen Reparationen und der daraus resultierenden Hochinflation bis 1923. Zudem brach ihnen aufgrund der Prohibition in den USA ab 1920 ein wichtiger Absatzmarkt weg und in der Hallertau wütete die verheerende Hopfenpilzkrankheit Peronospora. Die Hopfenpreise stiegen also und stellten viele Brauereien, denen die nötige Kapitaldecke fehlte, vor große Herausforderungen. Dadurch in Schwierigkeit geraten, stimmte Münchens größte Brauerei, die Löwenbräu, einer Fusion mit Josef Schüleins Unionsbrauerei zu. Das frische Kapital und die Immobilien der wirtschaftlich gesunden Brauerei sanierten das traditionsreiche Großunternehmen, dessen Vorstand auch Josefs Sohn Hermann Schülein angehörte, der 1924 de facto zum Generaldirektor aufstieg. Mit über 1 Million verkauften Hektolitern wurde die Münchner Löwenbräu unter seiner Leitung zur größten Biermarke Deutschlands und begann auch wieder international zu exportieren. Auch wenn die Schüleins wie die meisten anderen deutsch-jüdischen Familien sich wirtschaftlich an das bayerische Leben angepasst hatten, waren sie sich doch ihrer jüdischen Herkunft stets bewusst und lebten diese auch nach ihrem eigenen, weitgehend säkularen Verständnis. Dies führte im aufkommenden Nationalsozialismus schon bald zu Anfeindungen und Ausgrenzungen. Angesichts der antisemitischen NS-Repressalien unter anderem wurde bereits Anfang der 1930er Jahre gegen das Judenbier der Löwenbräu gehetzt und seines Zwangsrücktritts als Direktor emigrierte Hermann Schülein im Winter 1935-36 über die Schweiz in die USA. Er wurde Direktor der Liebman Brewery in Brooklyn und konnte mit dem von ihm kreierten Bier namens Rheingold Extra Dry an alte Erfolge anknüpfen. Mehr über das Schicksal der jüdischen Brauerfamilien im Nationalsozialismus berichte ich dann am 22. August, wenn wir unter anderem die Geschichten von Willi Lessing und Hermann Schülein nochmal genauer betrachten. Zum Abschluss möchte ich Ihnen aber heute noch davon erzählen, wie das Brauen vor einigen Jahren nach Hause gekommen ist. Ein guter Freund von mir, Pete Slosberg, ist ein jüdischstämmiger US-Amerikaner. Er gehörte in den 1980er Jahren zu den Craft Beer Pionieren in Kalifornien und hatte einen Stammgast, David Cohen aus New York. Auch der hatte jüdische Wurzeln, war schnell von Pete und dem Bierbrauen begeistert, hängte seinen Job an der Wall Street an den Nagel und begann eine umfassende Erfahrungsreise in alle Bierstile der Welt und nach Israel. 2006 eröffnete Cohen in Tel Aviv seine Brauerei Dancing Camel, mit der die moderne israelische Biergeschichte begann. Nur ein Jahrzehnt später fanden Archäologen unweit vom Brauhaus die Überreste einer der ältesten Brauereien der Menschheit.
Wenn Sie also nach Israel kommen, schauen Sie im tanzenden Kamel vorbei und trinken Sie einen Schluck auf die über 14.000 Jahre alte Beziehung zwischen dem Menschen und dem Bier. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann und ja, wird keine leichte Kost, aber eine wichtige. Während wir in meinem Vortrag vor 4 Wochen die Erfolgsgeschichte der jüdischen Hopfenhändler und Brauereibesitzer im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik betrachteten, sprechen wir heute über die schrecklichen Jahre des Nationalsozialismus. Die Grausamkeit und Unmenschlichkeit des Regimes und seiner Schergen trafen auch die Juden in der deutschen Brauwirtschaft, die seit der Reichsgründung 1871 eine ihrer tragenden Säulen gewesen waren. Ich werde Ihnen in der kommenden Viertelstunde von einigen Schicksalen berichten, die zeigen, mit welcher Menschenverachtung selbst hoch angesehene Mitglieder der Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit ihrer gesamten Lebensgrundlage beraubt wurden, aber auch mit welcher unfassbaren Größe sie nach der Katastrophe ihren Mitmenschen vergeben konnten. Sofort nach der Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten Ende Januar 1933 begann auch die systematische Verfolgung der Juden des Deutschen Reiches. Bereits am 1. April marschierten SA und SS durch Berlin und terrorisierten jüdische Geschäfte und ihre Kunden. Auf offene Hetze folgten Diskriminierungen per Gesetz, schließlich Berufsverbote und willkürliche Festnahmen. In der deutschen Brauwirtschaft war der Anteil jüdischer Unternehmer nicht sehr hoch, aber auch gegen diese wenigen ging das Regime mit voller Härte vor. Im Folgenden berichte ich Ihnen von einigen exemplarischen Beispielen. Eine umfangreiche Aufarbeitung der Thematik steht leider immer noch aus. Ein schlimmes Schicksal ereilte den im ersten Vortrag bereits und jetzt auch von Rosa Kahl nochmal erwähnten Besitzer der Bamberger Hofbräu AG, Willi Lessing, auf den ich als erstes eingehen möchte. Mag heute nicht. Außerdem dachte mein Vater, ihm könne nichts passieren, da die Familie seit über 100 Jahren in Bamberg ansässig sei. So beschrieb Fred Lessing die Haltung seines Vaters Willi im Jahr 1933. Doch auch Willi Lessings Leben sollte durch den Nationalsozialismus eine schlimme Wendung nehmen. Vor der NS-Zeit war der am 19. Januar 1881 in Bamberg geborene Wilhelm Heinrich Lessing, der im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft hatte, ein angesehener, wirtschaftlich erfolgreicher Geschäftsmann und Kommerzienrat. Nach dem Krieg hatte er die Führung der von seinem Vater gegründeten Hofbräu übernommen und sie zur zweitgrößten Brauerei Oberfrankens mit über 300.000 Hektolitern Jahresausstoß gemacht. An seinem Erfolg ließ er durch zahlreiche Spenden auch andere Anteil haben und war damit ein bedeutender wie auch populärer Wohltäter Bambergs. Privat hatte Willi Lessing zudem eine kleine Familie gegründet. Nach der Hochzeit mit seiner Frau Paula im Jahre 1909 kam 1915 sein Sohn Friedrich zur Welt. Mit der Machtübernahme Hitlers änderte sich Lessings Lebenswirklichkeit jedoch drastisch. Als Jude wurde er zunehmend gesellschaftlich ausgegrenzt und sogar aus den Vereinen ausgeschlossen, für die er stets ein großzügiger Sponsor gewesen war. Willi Lessing übernahm dennoch 1938 den Vorsitz der Repräsentantenversammlung der israelitischen Kultusgemeinde Bambergs. Dasselbe Jahr stellte allerdings gleichzeitig einen dramatischen Wendepunkt in seinem Leben dar. Er wurde Opfer der Reichspogromnacht. In der Nacht des 9. November erfuhr Willi Lessing vom Brand der Synagoge. Sehen wir hier in der Mitte, rechts das Justizgebäude und links die Post. Sogleich eilte er dorthin und musste erkennen, dass die Nationalsozialisten dabei waren, das Gebäude zu zerstören. Die Synagoge war übrigens unter großem Spendenaufkommen, auch aus der nichtjüdischen Bevölkerung,
in den Jahren 1908 bis 1910 erbaut worden. Ihr Turm ragte 37 Meter in die Höhe und war von Weitem gut sichtbar. Das Bamberger Tagblatt schrieb damals zur Eröffnung am 11. September 1910: So tun diese von genialer Hand zur architektonischen und monumentalen Schönheit und Zierde der ganzen Stadt zusammengefügten Steine weitregend Zeugschaft ablegen. Hier sehen wir die Synagoge nochmal. Doch zurück zur schrecklichen Nacht des 9. November 1938. Lessing ließ sich nicht abschrecken und versuchte vermutlich wenigstens die Torarollen zu retten. An der Absperrung vor der brennenden Synagoge erkannten ihn SS-Männer und scheuchten ihn mit Schlägen und lautem Gegröhle einige Straßenzüge zurück. 5 SA-Leute schlugen und traten Lessing und zwangen ihn, sich, Zitat, als Saujude, Dreckjude und Stinkjude zu bezeichnen. Als er bewusstlos zu Boden fiel, folgten weitere Schläge und Tritte, bis die Schergen ihre Mordlust verloren und zurück zum zusammenfallenden Gotteshaus zogen. Etwas später kam Willi Lessing wieder zu Bewusstsein und schleppte sich in sein Wohnhaus, wo er erneut zusammenbrach und von seiner Ehefrau verarztet wurde. Doch damit nicht genug. Kurz darauf brachen einige Zivilisten in die Wohnung ein, prügelten erneut auf Willi Lessing ein und zerrten ihn erst über die Treppe vor das Haus und dann noch einige Häuser weiter. Sie legten sogar Feuer in Lessings Wohnung, das sie dann aber aus Angst um die umstehenden Häuser ihrer Volksgenossen wieder löschten. Lessing und seine Frau schleppten sich nochmals zurück in ihre verwüstete Wohnung. Am Folgetag konnte Willi Lessing ins Bamberger Krankenhaus gebracht werden und wurde dort heimlich in einer Abstellkammer behandelt. Am 17. Januar 1939 erlag er schließlich den Folgen der Misshandlung. Dazu schrieb rückwirkend Thomas Dehler, ein guter Freund Lessings und späterer Bundesjustizminister sowie FDP-Bundesvorsitzender: Willi Lessing starb, weil er seine Heimat zu sehr liebte. Ein Weltmann mit weltweiten Beziehungen. Er blieb allen Drohungen und Warnungen zum Trotz in Bamberg. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ihm die Bamberger, die ihm und seiner Familie so unendlich vieles verdankten, jemals den Schutz verweigern könnten. Und sie haben ihn dennoch totgeschlagen. Diese Geschichte zeigt, dass auch verdiente und ehemals geachtete und angesehene Bürger vor den Übergriffen der Nationalsozialisten nicht sicher waren. Und eine schweigende Mehrheit der Bevölkerung dieses Tun zumindest ignorierte, wenn nicht sogar billigte. Wie die zahlreichen Plünderungen durch Privatleute im Nachgang von Ermordungen und Festnahmen von jüdischen Mitbürgern bezeugen. Die Juden wurden für jede und jeden sichtbar, nicht nur völlig entrechtet, sondern auch verfolgt, misshandelt und schließlich ermordet. Allein in der Nacht vom 9. November 1938 starben über 400 Juden. 1400 Synagogen und Betstuben wurden verwüstet oder verbrannt, jüdische Friedhöfe geschändet und gut 30.000 Männer verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Ein weiteres Beispiel für das perfide Treiben der Nationalsozialisten und die schweigende Duldung durch die Bevölkerung ist der jüdische Besitzer der Berliner Engelhardt-Brauerei, Ignaz Nache. Er wurde am 25. November 1868 geboren und hatte sich im oberschlesischen Gleiwitz nach einer Lehre zum Zigarrenhändler mit einem kleinen Kiosk selbstständig gemacht. Er war aber nach einer missratenen Bürgerschaft für einen Freund in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Davon wiederum hatte ein guter Kunde von ihm erfahren, der als Zulieferer vom Niedergang der Berliner Engelhardt-Brauerei erfahren hatte. Nach einigem Hin und Her
zog Ignaz nachher als Geschäftsführer der Brauerei in die Reichshauptstadt und begann seine Aufgabe am 1. April 1901. Die Lage war ernst. Von ehemals 8 Wagen und 12 Pferden waren nur noch 2 Wägen und 2 Pferde geblieben. Eines davon war noch dazu auf einem Auge blind. Zudem siechte der Inhaber dahin. Ein Konkurs stand also unmittelbar vor der Tür. Doch mit viel Fleiß, Innovationsgeist und Kreativität schaffte der neue Geschäftsführer das scheinbar Unmögliche. Die Bierqualität stieg. Mit dem Karamell-Malzbier hier in der Mitte schaffte er sogar eine neue Sorte. Der Kundenstamm wuchs und er konnte 1902 gemeinsam mit dem Kunden, der ihn nach Berlin geholt hatte, die Brauerei von der Witwe des inzwischen verstorbenen Besitzers kaufen. Um sein Bier haltbarer zu machen, wollte nachher damals auf die brandneue Methode der Pasteurisierung setzen. Aber die schlechte Qualität der Glasflaschen machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie zerbrachen durch den Temperaturwechsel bei der Kurzzeiterhitzung. Hier kam der Unternehmer auf eine bahnbrechende Idee. Er investierte in dickere Flaschen, für die er von den Kunden Pfand verlangte. Die anderen Berliner Brauereien erkannten schnell die Vorteile. Es kam zu einer gemeinsamen vertraglichen Abmachung und das heutige deutsche Pfandsystem war geboren. Die Berliner Engelhardt-Brauerei entwickelte sich in der Folge zur Erfolgsgeschichte. Der Ausstoß stieg von ursprünglich weniger als 30.000 Hektolitern bis Ende 1902 auf fast 30.000. Ein Jahr später waren es bereits über 40.000. Nach und nach kaufte nachher weitere Berliner Brauereien hinzu und beteiligte sich auch an den Brauereien des Bambergers Willi Lessing, mit dem er gut bekannt war. Im letzten Friedensjahr 1913 konnte er stolz auf eine Belegschaft von 550 Mitarbeitern und einen Ausstoß von 261.000 Hektolitern blicken. Nach dem Krieg ging die Expansion weiter. Nachher kaufte weitere Brauereien im damaligen Preußen von Greifswald über Halle und Merseburg bis nach Dortmund. Das Unternehmen überstand sogar die turbulente Inflationszeit, zu deren Höhepunkt ein Liter Engelhardt-Bier 500 Millionen Papiermark kostete. 1926 produzierte die Firma an 16 Standorten mit 2500 Mitarbeitern etwa 1 Million Hektoliter Bier und war damit die zweitgrößte Brauerei Deutschlands. Lediglich in privater Hinsicht erlebte Ignaz nachher eine Enttäuschung. Seine Ehe blieb kinderlos. So adoptierte er kurzerhand einen Jungen aus der Großfamilie seiner Schwägerin, Hermann Eisner, von dem wir gleich noch hören. Sofort nach ihrer Machtübernahme sorgten die Nationalsozialisten mit perfiden Intrigen und gefälschten Unterlagen dafür, dass Ignaz nachher am 1. August 1933 als Generaldirektor entlassen wurde und Anfang 1934 wegen eines Zwangskredits seine Aktienmehrheit verlor. Mitwisser und Mitakteure waren der spätere erste CSU-Vorsitzende Josef Müller, der als Rechtsberater die Arisierungen begleitete, allerdings dann auch dem katholischen Widerstand angehörte und selbst im KZ landete, sowie die Dresdner Bank, die damals zweitgrößte deutsche Bank mit Sitz in Berlin. Sie sorgten dafür, dass auch Nachers Adoptivsohn Hermann Eisner seinen Vorstandsposten räumen musste. Am 19. September 1934 verkündete das Bankhaus schließlich stolz die Übernahme der Brauerei, nachdem sie durch manipulierte Pressemitteilungen den Aktienkurs unter ihren Wunschpreis gedrückt hatte. Ignaz Nachher verbrachte zwischenzeitlich völlig unschuldig mehrere Wochen im Gefängnis. Dem Diabetiker wurde dort das lebenswichtige Insulin verweigert. Er hatte 15 Kilo an Gewicht verloren und war ein physisch wie psychisch gebrochener Mann. Mitte 1939 konnte er nach einem Herzinfarkt, kompletter Enteignung und Zahlung von 1,7 Millionen Reichsmark, damals Reichsfluchtsteuer, Judenabgabe, Auswanderungsabgabe sowie eine 96-prozentige Vermögenssteuer, heute mehr als 13 Millionen Euro, in die Schweiz fliehen, wo er am 15. September völlig entkräftet verstarb.
Aus seiner Brauerei wurde nach dem Krieg ein FDJ-Heim und nach der Wende ein Künstlerhaus. Als dort die israelische Künstlerin Anat Litwin für ein Kunstprojekt zu Gast war, erzählten ihren Nachbarn die bewegende Geschichte von Ignaz Nachher und seiner Engelhardt-Brauerei. Gemeinsam mit Mitarbeitern der VLB Berlin installierte sie eine Mikrobrauerei in den Räumlichkeiten und braute eine neue Version des ersten Engelhardt-Pilzbieres, das 1907 auf den Markt gekommen war. Am 5. März 2011, oben rechts, stellten sie gemeinsam mit überlebenden Familienangehörigen ein Gruppenfoto der Pilzpremiere nach. Also hier das Foto von 1907 und oben dann das von 2011. Kurz darauf wurden die Gebäude gegen alle Widerstände abgerissen. Es gibt aber den Plan, mit einer Installation von Sitzbänken einen Ort des Gedenkens zu schaffen. Von den jüdischen Hopfenhändlerfamilien, über die ich bereits im ersten Vortrag berichtet habe, hat lediglich eine überleben und nach dem Nationalsozialismus wieder Fuß fassen können. Das 1845 gegründete Hopfenhandelshaus Steiner kehrte nach Enteignung und Restitution wieder nach Deutschland zurück und ist heute als Hopfsteiner einer der führenden Branchenvertreter der Welt. Der Sohn des Gründers Helmut Steiner, Itzhak Heinrich Steiner, sind wir hier, konnte vor 2 Wochen seinen 90. Geburtstag feiern. Er und seine Familie setzen sich bis heute für die Erinnerung und Versöhnung ein. Der ebenfalls im letzten Vortrag erwähnte Generaldirektor Hermann Schülein von der Münchner Löwenbräu, damals die größte deutsche Brauerei, schaffte es unter großen finanziellen Verlusten ebenfalls ins amerikanische Exil. Er wurde komplett enteignet und musste eine Reichsfluchtsteuer von 250.000 Mark, heute etwa 2 Millionen Euro, zahlen. Schülein startete dort eine zweite Karriere in der Brauwirtschaft und konnte 1948 wieder Mitglied des Aufsichtsrates seiner ehemaligen Münchner Brauerei werden. Die Bundesrepublik Deutschland verlieh ihm 1954 das Große Verdienstkreuz, der Freistaat Bayern 1961 seinen Verdienstorden. Schülein konnte seine Heimat verzeihen und widmete seiner Heimatstadt München 1964 folgendes Gedicht. Wenn ich die Türme sehe, dann tut das Herz mir weh. Wahrzeichen einer Stadt, die mich im Banne hat, von dir einst jäh verbannt, hat Wunden tief gebrannt. Doch sind verheilt die alten Wunden, es hat sich Herz zu Herz gefunden. Nun bleib die Weltstadt mit dem Herz, du München fortan immerwärts. Wie man der Mutter stets verzeiht, verzeih der Mutterstadt ich heut. Stolz, dass meine Wiege dort entstand, grüß ich mein geliebtes Bayernland. Teile dieses Gedichts sind bis heute Bestandteil der Choreografie des FC Bayern Fanclubs. Schülein hatte den Verein seit 1927 und nach dem Zweiten Weltkrieg umfangreich unterstützt. Die Mannschaft flog sogar 1960 eigens zu Freundschaftsspielen in die USA und wurde von Hermann Schülein persönlich betreut. In einer Rede aus dem Jahr 1949 vor Vertretern einer deutschen Wirtschaftsdelegation sagte Hermann Schülein: Ich habe anfangs oft an die Antwort eines römischen Philosophen gedacht, wenn er gefragt war, was würdest du tun, wenn dir dein Vaterland Unrecht tut? Die Antwort war, ich würde zu ihm, dem Vaterland, sein wie zu einer Mutter. Ich selbst und ich glaube, jeder Religiöse, ganz gleich welcher Religion er angehört, oder jeder ethisch hochstehende Mensch, glaubt nicht an eine Verewigung des Hasses, nicht an die Theorie des Vergeltens von Gleichen mit Gleichen, sondern an Vergebung und Versöhnung. Abschließend möchte ich nochmals zu Hermann Eisner, dem Adoptivsohn des Berliner Brauereibesitzers Ignaz Nachher, kommen. Vom 23. bis 25. Juni 1971 sollte das 100-jährige Jubiläum des Deutschen Brauerbundes mit einem dreitägigen Festprogramm in Berlin begangen werden.
Fast 1000 Gäste aus dem In- und Ausland kamen, um nicht zuletzt auch das deutsche Bier und seine Kultur zu feiern. Ein Wermutstropfen lag darin, dass das Fest nicht am eigentlichen Wunschort der Gründungsstadt von 1871, Dresden, stattfinden konnte. Abgesehen davon konnte die Branche auf ein erfolgreiches Vierteljahrhundert seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zurückblicken. Immerhin 1864 Braustätten existierten auf dem Gebiet der Bundesrepublik, die zusammen fast 87 Millionen Hektoliter Bier siedelten. Mit einem Bierkonsum von 135 Litern pro Kopf und einem Anteil von 25% am Getränkeverbrauch war der Gerstensaft mit Abstand das bedeutendste Getränk im Lande. Trotz der insgesamt eher rosigen Lage stand neben dem Dauerthema Biersteuer vor allem die Biergesetzgebung in der EWG als Vorläuferorganisation der EU zunehmend im Fokus. Schließlich galt es, das deutsche Reinheitsgebot zu bewahren. Die bewegendste Rede des Jubiläums hielt aber eben jener Hermann Eisner, der mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten Besitz und Beruf verloren hatte, 1943 ins KZ Westerbork verschleppt wurde und nur durch Glück und Cleverness der Deportation nach Auschwitz entgangen war. Als Adoptivsohn von Ignaz Nachher hatte er bis 1933 den Vorstand der Engelhardt Brauerei und bis 1932 dem Vorstand des Deutschen Brauerbundes angehört. Trotz der erlittenen Demütigungen und Erniedrigungen bis zur Lebensgefahr für sich und seine Familie sowie dem Verlust vieler naher Angehöriger und Freunde fand der 1947 nach Berlin zurückgekehrte Brauereichef als Vertreter der 10 Westberliner Brauereien versöhnende und positive Worte, wie beispielsweise: Das sogenannte Wirtschaftswunder war kein Wunder, sondern es beruhte auf dem Fleiß und der Tüchtigkeit der Bevölkerung. Fast prophetisch schloss er seine Rede mit den Worten: Ich wünsche dem Deutschen Brauerbund und damit unserem Gewerbe, dass er in einem hoffentlich bald vereinten Vaterlande blühen, wachsen und gedeihen und in Einigkeit das 200. Jubiläum erleben möge. Wir feiern dieses Jahr das 150. Ich persönlich kann nur meinen tiefsten Respekt vor Menschen wie Schülein oder Eisner zum Ausdruck bringen. Wer von uns hätte die Größe, nach so viel persönlich erlittenem Leid und solcher Schmach mit Güte, Versöhnungswillen und guten Zukunftswünschen zu sprechen, ohne eine Ahnung, ob nicht Mitwisser oder gar Täter unter den Zuhörern sitzen? Das Ende des Nationalsozialismus ist nun mittlerweile über 75 Jahre her. Es gibt fast keine Überlebenden mehr, die aus erster Hand von den Gräueltaten berichten können. Ich durfte in Auschwitz mit einem Überlebenden sprechen, was ich nie vergessen werde. Und auch die Generation der Deutschen, die die Bombennächte und andere Schrecken des Krieges erlebt haben, ist so gut wie verstummt. Umso wichtiger ist es, angesichts so großherziger Versöhnung und Vergebung nicht zu vergessen, sondern zu mahnen und zu erinnern. Denn es gibt nur zwei Worte, denen sich jeder, nicht nur in Deutschland, aber insbesondere dort, verpflichtet fühlen sollte: Nie wieder. Vielen Dank.